Herzlich willkommen zurück zu Garnians Crusade. Und nach wie vor, dass wir falsch sind, aber wir schauen mal. Einziger Kommentar, den wir haben für die Folge, ist der, also ne, von der letzten Folge. Oh, gar nicht dran gedacht. Ich hoffe, es geht noch alles klar. Ich glaube, ich sollte jetzt mal schnell auf Kampf gehen. Überlebt es. Okay. Schwein gab's. Oh Mann, ey. Oder soll ich nochmal neu laden und... Ne, passt schon, ne? Vielleicht sollten wir Rogo helfen, bevor wir nach Kuldu gehen. Genau, aber eigentlich nicht in den Dungeon. Da sollten wir, glaube ich, noch gar nicht hin. So, warte mal, wir gehen mal auf Inventar. Schauen uns mal die Sachen von Baby an. Nehmen. Wann? Ben? Achso, nehmen. Ne, wie war. Achso, ne, bei mir ist das Inventar voll. Das heißt, wir gehen hier auf irgendwas, was wir vielfach haben. Das Korn erhöht den Mut. Baby Game. Weiß halt nicht, was das macht. Baby Game. Was haben wir hier? Engelstrainer. Durch das Gegenmittel für Gift können wir auch Baby geben. Baby Game. Haben wir sonst noch irgendwie so was? Bringt PSI-Punkte teilweise zurück. Brauchen wir ja auch erstmal nicht. Wirkt als Gegenmittel für Gift. Gehen wir auch auf Baby Game, weil da kann es halt gesteckt werden. Giftig und gefährlich sind wir auch. Okay. Konnte den Sound gerade nicht zuhören und dachte, hey, läuft ja irgendwas im Hintergrund. Baby Game. Schön. Schön, schön, schön. Lebender Pilz. Kaugummi. Baby Game. Versetzt in Panik. Weck dich auf. Ja, brauchen wir alles erstmal nicht. Was auch Baby Game? So. Von Baby wollen wir dann erstmal die Dinger hier nehmen. Nehmen. Und nehmen. Okay. Dann gehen wir auf das Inventar. Ben, den Burger. Benutzen. Ben, so. Und dann gehen wir noch auf den Hamburger und werden den auf Baby benutzen. Fertig. So, dann will ich mich hier erstmal wieder rausmachen, sag ich mal so. Also für Heilung haben wir dann doch nicht mehr. Dann sollen wir ihm helfen. Guck mal, dass ich die Guide aufrufe. Yutsun Nain Dofi hat geschrieben. Oh, ein Stundenpart. Schau ich morgen und lass dir schon mal für den Algorithmus Kommentar da. Vielen, vielen Dank. Warte mal, wir sind jetzt hier oben. Ja, okay. So, warte mal, ich würde hier noch mal ein, zwei Kämpfe bestreiten und nebenbei die Guide aufrufen. Also danke dafür erstmal. Ja, gerne hier Themen reinhauen. Hier wird viel Zeit sein, um das Ganze zu besprechen. So, warte mal. Achso, ne, ihr könnt mal mit Baby heilen. Aber ja, gut, sollte aufpassen. Dass so viel abgezogen wurde. Wie viel macht er? Sollte ein Level up sein. Tatsächlich nicht. Wir brauchen, wir brauchen. So, warte mal, warte mal, warte mal. Garnians Crusade. So, gebt mir einen Gegner. Gut, keine Fahnen oder was? Hier komme ich nicht hoch. So, na hier irgendwo sind wir. Zu Gallic. Zu Gallic sollen wir. Okay, beide sollen Level 15 sein. Achso, beide, warte mal, guck mal, wir sind jetzt Level, ja, yeah, ja. Yeah. Knight and Baby, Level 15, wir sind jetzt Level 21, Baby ist Level. Welches Level?
Keine Ahnung, aber genügend. Das heißt eigentlich, ja, die Höhle ist hart. Was auf Garlic, which is südwestlich der Stadt. Das heißt, wir waren schon richtig. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einfach zurück zu Garlic. Ein, zwei Kämpfe nehmen wir mit. Guck mal, dass ich jetzt hier heilen kann. Ne? Das würde schon viel bringen. Oha. So, heilen. Guck mal hier. Halt die Gruppe ein wenig. Oh, was? Haben wir nicht mehr, so viel haben wir nicht mehr, okay. Bringt einige TP damit zurück. Ich würde Baby, hätte ich gerne auf Helfen gestellt, aber gut. Super, ja, genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte, aber passt schon. Vergifte mich jetzt nicht. Das glaube ich auch Kaffee jetzt, sehr schön. Weil wie steht wieder. Könnte mich damit jetzt natürlich, wenn Baby jetzt jedes Mal umfällt, gut heilen, ne? Aber. Ne, wir gucken jetzt einfach mal. So. Dass wir. Baby gehen. So. Und dann schauen wir, dass wir hier erstmal wieder rauskommen, was schon hart genug wird. Ohne Kämpfe. Gekämpft haben wir jetzt eigentlich erstmal genügend. So. Ey, das mal, wenn du einen Kampf hast, bist du halt wieder super verwirrt, wo lang. Und so ist ja easy, merke ich gerade. Okay. Also hier sollten wir noch gar nicht hin. Spielen das Spiel falsch. So, wir gehen nicht hier lang, sondern hier lang. Okay. So, und hier dann wieder. Ne, hier geht, oder? Geht das? Ne, geht nicht. Hier dann wieder hier lang. Gleich geschafft. So, sind wir schon wieder? Nee. Wir noch keinen festen Boden hier. Hier. Ein Irrweg. Sein, ich will offen gerade wieder zurück. Nee, ich glaube, das passt. Hier. Das war's, oder wie? Sehr schön. Okay. Was südwestlich der Stadt. Lokierte Haushofen. Südwestlich. Südwestlich der Stadt. Sag nicht, es ist doch das. Südwestlich, das ist das Ding. Ja gut, stört gar nicht so sehr, aber ich werde hier Items kaufen und mich zur Ruhe legen. Dass das in der Stadt hier südwestlich ist. Hier der Hausaufgabe. Okay, okay, er ist wohl nicht drin. Ne? Das war das Ding, okay. Ach, da oben vielleicht, okay. Aber wir gehen erstmal hier ins Inn. Soll ich die Kamera doch mal auf manuell stellen? So, warte mal, hier können wir dann einkaufen, aber erstmal Bubu machen. Bubu können wir. Können wir Bubu machen. Gibt's Rüstung. Können wir vielleicht auch mal vorbeischauen? Wir haben jetzt gut gegrindet.
Sehr gut. Und zum, ja. Derby. Schön. Nö. Aber was wollen wir machen? Stell mich wieder hin, sehr gut. So, dann gehen wir hier auf Save State und packen das mal auf GameStop 3. Perfekt. So, bei denen haben wir auch wieder die PP auf Max. Was mir doch sehr von Vorteil sein sollte. Ach Quatsch, nicht hin. Hier geht's wieder raus. Jetzt wollen wir mal sehen, wenn wir ein paar Hamburger kaufen, können wir die natürlich einfach Baby geben. So, war das jetzt nochmal? Ja, hier. Mal sehen, wie viel Geld dann für die Rüstung übrig bleibt. Hätte ich erstmal zur Rüstung gucken sollen, ne? Willkommen, willkommen. So, zeig mal 100. Wie viel haben wir? Ah, 5800, okay. Könnte man überlegen. Ich habe nur 10 kaufen, ne? Ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist, wahrscheinlich nicht. Gibt viele TP zurück. Ich hoffe schon das Maximale im Spiel. Aber sonst noch. Nutz kurz, das war nichts mit anzufangen. Zu viele Dinge, okay. So, dann gehen wir hier mal Inventar. Baby geben. Baby geben. Baby geben. Mhm. Dann sind wir zumindest da nicht so ängstlich, was das Ganze anbelangt. So. Einen lassen wir jetzt erstmal drin, ne? Ja. Und jetzt hier nochmal gucken bei der Ausrüstung, ob wir alles perfekt angelegt haben. Jupp. 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 Okay, perfekten Beil. Dann gehen wir nämlich hier gleich auch verkaufen. Ja. Super. Kann ich auch verkaufen. So hätte ich gleich hier gucken können. So, dann noch was? Nee. Schön, schön. Ah, hier, Turmschild. Mhm. Knochenschild können wir auch. Perfekt. Vielleicht würde es je nach Gegnertyp helfen, aber. Leveln wir lieber ein bisschen mehr. Wie viel Kohle haben wir jetzt? Sehe ich nicht. Da, oder? Ne. Mit hin. Ah, okay. 5500. Dann schauen wir doch nochmal. Ich glaube, 2000 oder so war Rüstung. Hat auch die Frage, wie viel ist er besser? Erscheint mir noch ein bisschen grindlastig, das Spiel. Aber mal sehen. Sind ja noch nicht so tief drin. Ne? Mal sehen. So, Kauf. Ah ja, okay, hier. 72. Ah, gut. Was haben wir hier? 107. Ach hier. 107 könnte man halt drauf setzen, ne? Von der Verwirrung, von der Lähmung. Ich meine, ja. Ich meine, eigentlich warum nicht? Zollschild nehmen. Mhm. Und die Römerrüstung. Haben wir schon mal gut hier geupgradet. Und sind nicht mehr so schadensanfällig. Hier.
und haben dann direkt 115. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ey, für kurz mal farmen, warum nicht? So, und dann gehen wir gleich auf Verkaufen. Jupp. Verkauf. So, Wikinger. Rüstung. Ah. Schön. Und Wikinger-Schild. Dann sind wir jetzt bei 1800, die wir noch haben, ja. Das passt doch. So, ich würde sagen, wir gucken wirklich mal oben hin. Sieht aus, als könnten wir hier oben lang gehen. Ich weiß, einer... Oh, sowas. Bringt mich zum Aushaus. Und einer meinte hier lang. Hat mich auch runterfallen können. Also nur südwestlich. Ist aber nicht, dass du hier oben lang kannst. Ah, nee, waren wir nicht. Ah ja, okay, hier. Steht da was? Oh, ein Chrom-Briefkasten. Solltest du ja auch einen holen. Ben schaut hinein. Es ist zu dunkel, um was zu erkennen. Braucht eine echte Erleuchtung. Gut, wir gehen erstmal rein. Muss wohl gar nichts aus sein, doch er scheint weg zu sein. Ah, so. Go into the mine to find a living toy miner. Ja. Ich glaube, dieser Stil heißt wohl moderne Gotik. Gothic. So, in die Mine. Schade. So, springe doch. Okay. Das heißt, wir gehen runter, wir gehen in die Mine und dann werden wir schon weiterfinden. Und jetzt auch noch aufgebessert, genügend Lebensmittel dabei. Sollte alles passen. So. Natürlich wieder ganzen Baumstämme lang, ne? Frage ist, ja, eigentlich jeden Kampf schon mitnehmen, ne? Aber wenn dir Level 15 vorgeschlagen wird, muss er vielleicht doch nicht alles mitnehmen. Hab eh das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel Leben verliere in den Dungeons. Aber so sei es. Ja, ich würde sagen, zum Leveln dann in der Mine. Nehmen wir gern die Viecher mit. Ja gut, lässt sich doch hier gut rausfinden, wo du lang musst. Genau nicht. So, und schon fast geschafft. Hier der noch. Hier der noch. Noch kein Kampf ausgelöst, ne? Wundert mich auch. Hab's aber gut gebaut hier, zumindest mit der automatischen Kamera, denkst du, was, wie, und da lang, hä, und da lang? Wahrscheinlich mit der, warte mal, das müssen wir uns jetzt mal angucken, Option. Schnellkampf ist ein, ne, okay. Aus. Passt mal, schneller Kampf. So. Aber drehen kann ich auch nicht, ne, ne, ne. Fast hier automatisch. Ah, okay, guck mal. Seit wann steht denn der hier? Händler, hallo, gut zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier absäuft. Ich möchte mich etwas ausruhen, bevor ich weitergehe. Ich werde die erste Wache übernehmen, wenn du schlafen möchtest. Ah, cool. Mach dir keine Sorgen um mich, mir geht das hier sicher gut.
Hätten wir gleich zur Stadt zurückgemusst. Ja gut, für die Items war schon sinnvoll. Aber ich stelle ja mal wieder auf Auto. Guck mal. Automatische Kamera war ja dann doch schon halbwegs okay. Na gut. Zumindest kann ich mir jetzt Ecken angucken, ne? Ist doch schon was. Ja, sonst müsste ich aufpassen, dass ich nicht Sachen verpasse. So viel versteckt war ja bisher noch nicht. Immer ein Traum. 60 PP ist schon. Ich meine, du kannst halt nichts sagen, weil ein Level-Up fühlt sich schon mächtig an. Guck mal. Wie kam das jetzt? Gar keine Beschwerde. Cool. 121. Ob die Fee alle 10 Runden irgendwie zuschlägt oder so, aber war mir jetzt so, als wäre es lange nicht mehr gewesen. Erst dachte ich schon, dass ich mit der Kamera dann viel umherschwenke. Ja, ich glaube, fürs Zuschauen ist es besser, wenn ich die einfach auf automatisch lasse. Nein. Kartendrehung passt auch, ja. So. Ja, gut, dauert zum Teil. Ja. Sommer. Bösichtrank. Was ist denn das für ein lustiges Vieh? Stimme bleibt bitte hin. Immer noch keine Level ab. Okay, hier geht's runter. Was macht eigentlich immer die Geräusche, Baby? Ja, ne? Ich überlege gerade mit der Kamera, ob das so sinnvoll ist. Ist auf jeden Fall ruhiger, als wenn ich selber drehe. Na komm. Vollkommen gnadenlos überlevelt sein. Das sei das Ziel. Wo soll ich? Achso, ne, ich sollte meinen erfinden, das haben wir. Ah, okay, wir sind schon weiter. Jetzt, ne, verlass die Stadt, geh nach Westen durch den Sumpf. Oh. Da soll zumindest ein 719 sein. Siehst du, also doch gar nicht so schlecht, dann ist das wirklich sehr grindlastig. Okay, krass. Und gute Rüstung soll es haben. Sollst ein paar Transformationen lernen? Achso, und Transformationen lernen für Baby, aber haben wir ja. Achso, und ja gut, wir hätten da auf der anderen Seite noch so ein Spielzeug entdecken können. Haben wir jetzt nicht. Oh, hier. Müssen wir mal sehen, ob wir Baby heilen. Ja, wäre sinnvoll so, ne? Zweier. Hoffe nicht, dass Baby gleich. So. Irgendeiner.
Was ist denn heute los hier mit der Stimme? Einige TP. Ja, Schwester auf, Baby. Zählt gut, aber bei Ben geht's, ne? Die Rüstung hat gut funktioniert. Also immer leveln, bist du gut dran. So, Schwester auf. Baby. Ne, immer 5 PP, okay, entspannt. Schön ausgewichen. So, einen schönen Kampf. Also, die ziehen schon ordentlich. Ist aber bisher für den Fortschritt, den wir haben, das levelintensivste oder ne, das grindintensivste JRPG. Immer noch kein Level. Eieiei. So, aber dann, ich würde schon fast einen Hamburger raus und macht keinen Sinn, auf Gandhi zu warten, gehen wir nach Kuldo. So. Vielleicht finden wir ihn hier drinnen. Nutzen auf Baby. Hauptsache kein Überheilen und dann sollte alles gehen. Okay. Bei Wild Arms war es ganz geil in der Guide, da stand genau, was du in welchen Dungeon bekommst. Ja, ein da. Solange er noch grüne Augen hat, immer rauf. Oder den ausweichen, je nach links. Aber ne, stehen einfach zu zweit, deswegen grün. Der ist immer noch nicht weg. Ben darf nicht umfallen, ne? Sehr gut. Und dann werden wir ja wohl ausgeschaltet bekommen. Aber wir brauchen schon ein paar Hamburger, ja. So, mal sehen, Level ab. Wäre sehr angenehm. Ben. Nein, auch wieder, ne? 22 Punkte. Und hier auch wieder 21 Punkte. Also, ne? Allein die TP-Steigerungen sind schon schön. So, Aufstieg bei 6000. Das heißt, wir brauchen knapp 900, ne? 4000. Zwei sind fünf Gegnergruppen, ist nicht so viel. Außer geben wir jetzt wesentlich weniger. Baby, Hamburger nehmen. Nehmen. So. Benutzen auf Ben. Benutzen auf. Sollte passen, ne? Ja, sehr gut. Bei mir sollte das auch noch passen. Schnell rausnehmen, die Viecher. Immer rein. Wenn nicht, können wir wieder zum Ausgang und Bubu machen. Stimmt, deswegen wäre es eigentlich viel sinnvoller, die PP alle zu machen, anstatt die Hamburger. Ja, okay. Dass du da schon so strategisch rangehen musst. Bei anderen Spielen bist du einfach rein, ne? Hast gemacht. Dann war gut. Eieiei, Baby. Ich hoffe, es reicht, wenn ich Baby dann innerhalb des Campus sein, ne? Mit dem Baby. Kannst halt leider wirklich bloß innerhalb des Campus machen. Na gut. Ah, hier ist eine Kiste. Cheeseburger, sehr gut. Gibt sehr viel Leben. Schön, schön. Komm her. Und dann Baby mit Pipi auffüllen. Oh, ziehst du doch Tanz, ne, 20 HP in 10 PP.
Na gut, da steht da nicht wirklich sinnvoll. So, warte mal, dann würde ich sagen, gehen wir rauf auf die Schwester mit 5, ne? Ja, 5 auf Baby. Klingt auch irgendwie mehr, ne? Jetzt halt die Frage, ja doch. Gut, machen wir alle. PPP. Beides, ne? Erstmal PP, weil sie kostenlos sind. Danach machen wir die Hamburger alle. Dann hätte das halt wirklich etwas hinstellen sollen an Helfern. Die werden ja dann als erstes, glaube ich, platt gemacht. Sollte ich mal ausprobieren. Ne? Ja, fangen bei Baby ja beide an. So, warte mal, jemand, der nur 2 oder so kostet. Abwehrbar. Kreiselt sich in den Feind. Greifen wir mit Spitzhacke an. So, und dann müsste er ja erstmal Ziel sein, ne? 36 schon mal. Mal sehen, ob er auch mit angegriffen wird. Schön. Oha. Die sind da mal stark, ey. Cheeseburger, schön. Hat sich allein dafür schon gelohnt. Halb. Inventar. Gibt einige TP zurück. Benutzen. Und erstmal auf Baby. So, wie viel hat Baby jetzt? 5 Hamburger, 1 Cheeseburger. Gar nicht mal so viel gebracht, ne? Wir haben jetzt schon zu kämpfen, ne? So. Ich hoffe, wir werden so ein hohes Level erreicht haben, bis unsere Items alle sind, dass die nicht mehr so eine Probleme machen. Mit Aussagen einfach auf. Ja, ist blöd, dass wir 2 verschiedene angreifen. Sehr gut. Wenn einer weg ist, könnte halt jetzt meine PP nehmen, ne? Fühlt sich aber halt auch nicht sinnvoll an. Immer benutzen, wenn ich weiß, dass Baby fertig macht. Also ein leichtes Plus haben wir schon, aber ja. So. Gut, mit leichten Plus rausgegangen, 5 PP verbraucht. Dann muss ich mal schauen, was hier links ist. Keine mehr, ein grünes Auge, ne? Ich überlege gerade, wir den erstmal rausnehmen. Schwertanz ist halt super intensiv, ey. Warum? Ist weg, okay. So, und jetzt nehme ich meine PP.
Die Gruppe ein wenig. Okay, sinnvoll, sinnvoll. Wichtig ist ja bloß, dass du nicht überhielst. Der ist weg. Ach, krass, ey, wie intensiv. Also, wie hack dich du dann doch im Gegensatz zu anderen JRPGs am Anfang vorgehen musst. Schön. Cheeseburger ist doch schon wieder eine Belohnung. So, hier ist nix, da ist nix. Kannst du runter, wird mir aber nichts bringen. Okay. Ne, ich würde hier erstmal weiter schon. Komm her. So, das mit der, genau, das mit der Transformation. Müssen wir uns auch mal anschauen. Verstehe ich nicht, wie ich den, wie ich Baby transformiere. Vielleicht stelle ich Baby mal auf Hilfe und gehe selber auf Kampf. Mal sehen. Okay, heilen. So, und ich mache jetzt Folgendes. Pass auf, Baby. Okay, und Baby heilt auch wieder. Interessant. Das heißt, auf mich selber. Okay. So, und dann stelle ich Baby auf Angriff. Ah, okay, okay, okay. Und benutze die Schwester auf Baby. Das heißt, Baby kann mich voll heilen und ich gucke, dass Baby mit dem PP voll ist. Lustig. Zieht halt super viel immer. So, sollte weg sein. Ist weg. Okay, das heißt, danach ist. Ja, dann habe ich so drauf, ne? Das heißt, Baby kann mich heilen. Ich heile Baby im Kampf, falls nötig. Das wäre sehr gut. Mhm. Krass, krass. Mhm. So, Cheeseburger. Benutzen auf Baby. Sehr gut. Krass. Voll die Probleme hier. Ah, hier gucken. Nein. So ist das. Immer rein, brauchen die Level. Muss ja gleich der nächste Level ab sein. So, ich gehe jetzt voll auf Angriff. Schade. Aber Baby müssen wegkommen im besten Fall. Sehr gut. Ja. So, jetzt Baby nochmal. Sehr gut. Er zieht uns eine Menge. Immer noch kein neues Level.
Pizza. Ben, Hamburger benutzen auf Baby. So krass, okay. So, hier ne. So viele Monster wie möglich mitnehmen. Oh, Screen. Ich glaube, ich speichere hier mal. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich habe gerade gespeichert. Okay. So. Baby steht auf Angriff. Ich glaube, hier nehmen wir uns mal wirklich irgendwie Leute mit rein. Das hier mit einem Blasefall. Lustig. Feuerschaden. Mr. Neil. Ich finde halt mit drei Zügen alle Schäden. Was funktioniert? Ich nehme wieder kreiselt sich in den Feind, greife einen Spitzhacker. Auf Baby, ne? Mhm. Schön, schön. Sollte ja jetzt mal ausreichen. Okay, der Glück gehabt. Sah doch ein bisschen gewalttätiger aus, als er war. 152 EP und 228 Rubine. Ben ist aber noch nicht auf nächsten Level. Ja, ja, ist okay. Ja, komm. Es kommt mir halt super oft vor, wie oft ich hier was machen muss. Es fühlt sich so gut an, wenn du ein Level aufgestiegen bist und einfach über 20 Leben mehr hast. Hältst du für immer eine halbe Attacke mehr aus. Das ist schon ordentlich. Weiß nicht, ob der einfacher ist als das andere. Ich muss noch mal gucken, wie viel die geben, wie viel. Okay. Da gehen wir voll drauf. Haben eigentlich nicht so viel Schaden gemacht. Was ist mit der Transformation? Müssen wir uns nochmal angucken. Wenn Baby gute Laune hat, ne? Einer 12. Vielleicht kann ich jetzt einmal eine Truppe heilen. 64, so warte mal, Inventar. Vielleicht gebe ich Baby hier mal einen Cheeseburger. Schön. Baby könnte gleich mal heilen. Ja, eine Idee. Das wäre eine Idee. Na okay, sollte so gehen. Schön, schön. Ist einfach so krank, wie grindintensiv das Ganze ist. So, okay. Bringt halt auch nichts, die weg zu ignorieren, ne? Überlegt, ob wir einfach auf Angriff gehen. Oha, war ein
kritischer Treffer, okay. Ja, deswegen irgendwie mit dem Helfer dann. Geht nicht so viel, ne? Cheeseburger. Können wir ein bisschen länger überleben. Ah, okay, okay. Na, das Blöde ist, wir haben auf jeden Fall auf der anderen Seite noch Sachen verpasst. Ah, schwierig. Oh, was haben wir hier? Machtschwert. Oh, hoffentlich besser. Ja. Hoffentlich besser. Einfach schlechter. Wie soll es denn sonst ja nur schaffen? Ich hätte einfach mehr Burger mitnehmen müssen. Hätte ich nicht gedacht. Wenn Baby.de es denken kann, hätte ich ja alles auffüllen können. So, hoffentlich kein Crit mehr, weil Babys könnte dann knapp werden. Mhm. Uiuiui. Komm weg. Sehr gut. Das ist ein Hamburger. Also es geht schon, ne? Wenn du genügend Hamburger hast. So, Inventar. Weiß ich, nächstes Mal mehr kaufen. Warte mal, oder ein Cheeseburger gleich? Endlich ein Cheeseburger. Mhm. Was, ey. Ist ja nicht für möglich gehalten. Da waren wir. Es war vorher so alles so entspannt. Sind jetzt hier nur noch so eine Drachen? Okay. Überlege, ob ich Baby kurz auf Heilen stelle. So, und ich kämpfe einfach. Okay. Baby kann auch Hamburger auf mich benutzen. Jetzt werde ich nochmal geheilt. Spannend. Aber heilt sich nicht selber oder was? Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, okay. Cheeseburger. So langsam gehen wir ans Plus hier bei den Kämpfen. Erfahrung, Aufstieg. Tausende, immer noch Tausende. Na gut, 8 von den normalen Gegnern. So in welche Richtung die hier, ne? Glaube ich. Ja. Okay, was ist das? Sieh mal, da ist die Gruppe, die wir in Zetabo sagen. Kämpfen wir die jetzt? Bekämpfen wir die jetzt? Okay. Alter. Wow, hauen schon mehr raus. Siehst du, wie viel Schaden Liebe macht. Muss ich X drücken? Ne. Spektakulär. Bin Gewinn der Dienst hat gut gemacht, Nord Kalkanor. Jetzt müssen wir nur noch 3 finden.
noch einen Schritt näher zum Weltfrieden. Wir müssen nach Zetaba, sagt Kerkano. Heilen und dafür sorgen, dass Kamine gestoppt wird, okay. Du kommst so spät, Junge, die Tat ist verbracht. Oh, meine Leute. Sie haben den Smaragd genommen, Ben. Sieh noch einmal nach, ob Gallic zu Hause ist. Und lass uns dann nach Zetaba gehen und versuchen, einen anderen Handel mit dem Gouverneur zu tätigen. Ah, okay, okay. Das heißt, jetzt den Weg zurück. Und dann gucken wir, ob Gallic da ist. Und in der Zeit haben wir automatisch ein bisschen gelevelt. Was hast du getan, der Smaragd? Sagt der Fluglöwe. Ups. Aua. Heilen, wie heilen. Stand er auf Angriff. Okay, schauen wir mal. Sieht gewalttätig aus. Wir haben keine 10 PP. Ich hoffe, es funktioniert. Süß. Keine Vibration beim Katrona. Okay, sehr geil. Okay. Achso, auch bei uns. Ja, folgendes. Inventar. Cheeseburger. Auf Baby. Vielleicht hätten wir Baby ja mal auf Heilen stellen können. Na, ah, passt aber. Baby geht auf Hilfe. Und wir holen hier nochmal. Greift mit Spitzhacke an. Ja, noch nicht. Sehr gut, und jetzt kann man, glaube ich. Sehr gut. Jetzt müsste es wieder gehen, ne? Ne, immer noch 0. Ja. Kann sein, dass der wieder trifft. Ja, der trifft wieder. Werde wieder geheilt von Baby. 46 leider nur. Mann weg. Schön. Baby könnte dann wieder auf Angriff gehen. Sehr gut. Mal sehen. EP. Weißer Schild. Schön. Das ist doch top. So.
Gucke mal, ja, um einen aber, ne? Endlich mal was Besseres. Ist halt auch mies, dass du in Kämpfen halt nicht so gute Sachen bekommst wie vom Händler. Also ich meine, von den EP hat sich nicht gelohnt. Ist wie zwei Gruppen angreifen, aber naja. Schön. Glaube ich, heil Baby nochmal. Ja. Ich aber auch interessant, ne? Zurück nach Zetabe, wenn wir Gallic getroffen haben. Sagt mir doch zu Gallic gehen. Okay. Nutzen wir auf Baby. So, jetzt muss ich mal gucken bei Baby. Ja gut, ich kann ihn mit ganz vielen Hamburgern oder Cheeseburgern ausstatten. Keine Feinde hier mehr. Die gibt's jetzt gar keine. Warte mal, vielleicht gibt's gar keine mehr. Aber hier sehe ich auch noch keine. Ah doch. Grüne. Einfach Hunger. Sehr gut, ich wollte gerade sagen, ein Level müssen wir auf jeden Fall noch machen. 318. Wenn du jedes Mal über 20 EP bekommst, ist das schon nett. So. Das heißt, wenn wir in der Stadt sind, kaufen wir ganz, ganz viele Hamburger. Ganz, ganz viele. Wie viel haben wir gerade? Wie viel Kohle? 6000, okay. Passt. Das passt. 100 kosten sie. Könnt ihr 60 Stück kaufen, damit sind wir auf jeden Fall erstmal lange sicher. Sollten von der Kohle auch definitiv ein Plus sein. Können wir jetzt immer mehr Schaden machen. Ich werde Baby immer mal heilen, wenn es unter 100 fällt. Weiß nicht, ob sie es selber heilen würde. Ich glaube eigentlich nicht. Sah bisher nicht so aus. So. So, Baby. Nehmen. Okay, ist das letzte, ne? Benutzen auf Baby. Ist gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Hier, warte mal, vorsichtig. Warte mal, da will ich mal zusehen, wie viel das bringt. Warte noch mal ab, aber gut zu wissen. Ich komme ja auch so durch. Muss halt hier den anderen Gang noch mal gehen. So. Ja, hier kann sein, dass wir einen mitnehmen müssen. Na, ging bisher. So, ich würde mal hier lang. Ich nicht gedacht. Ja. Kann sein, dass wir hier halt noch nicht waren. Scheint so. Hier waren wir noch nicht. Nee, nee. Was ist denn hier hinten? Kann das sein, dass es der Eingang ist? An wäre das jetzt die rechte Seite. Müsste.
Also eigentlich alles gut. Was sind wir denn jetzt? Ah, hier, guck mal. Was ist da oben? Ja, irgendwie. Ah, okay. Hm. Bauarbeiter. Psychodoc. Was ist das denn? Feenstaub, sehr schön. Frag mich, wann. Wer hat das überhaupt gerade was gemacht? Frag mich, wann das immer wirkt. Kurz weg. Viel Leben. Sehr viel Leben. Oh, 452. So viel hat das Vieh nicht gegeben. Ja. So, Vorarbeiter. Für 2 pp zurück zum Eingang. Ah, okay. Cool. Das ist ja richtig cool. Voll wichtig auch. Okay. Das nehmen wir mit. Schokoriegel. Das Gute wäre, okay. Gute wäre, wenn ich noch ein Level mache mit Ben. Ja, hier müssen wir irgendwie hoch. Okay. Ich noch ein Level machen mit Ben. Dann haben wir wieder die PP-Schokoriegel. Vielleicht können wir so hier hoch. Und hier kommen wir doch nicht, oder? Na, was ist hier? Nervt mich, dass ich jetzt aufpassen muss mit den Kämpfen. Meine Schokoriegel sind da, ne? Ah, okay. Gut, wenn jetzt Monster kommen, kann ich da schwer ausweichen. Obwohl, oder? Kleriker. Schläfer. Versetzt das Ziel in Schlaf. Erik, ach da. Bring viele TP zurück. Aber nichts so einsetzbar, ne? Schade, schade. Nehmen wir mit, ja, ne? Ah ja, okay. Sechsundsechzig. Schön. Geil. Das heißt, wir müssten 2 pp bekommen haben. Geil. Ah, Kleriker heilt jede Runde ein bisschen was. Wie Rang bei Final Fantasy. Cool. Ja, voll gleich. Das hätte man als erstes machen können. Oh, guck mal. Da bin ich Ihnen gerade dank. Davon war die Rede von der Rüstung. Ja, okay. Schön. Bisschen langsame Kamera, aber gut.
Leicht gescheckt, dass da eine rum war. Ah, wieder das Vieh. Am besten wäre nochmal so eine Kiste mit der ganzen EP. 61. Ja, müsste alles sein, was es hier gab. Wir können nochmal gucken. Ja. Schön, schön. Das heißt, vom Level sind wir erstmal ganz gut dran, aber naja. Doch, ganz schön viel grinden. Ich werde gleich erstmal ganz viel Cheeseburger kaufen. Weißt du, wenn du so treffen willst. Aha. Für 2 PP kann ich mich heraus teleportieren. Das ist das Gute. Stimmt, ich habe ja Schokoringe. Kann ich ja Baby geben. So, benutzen auf Baby. Noch einen. Benutzen auf Baby. Ich werde gleich so shoppen gehen, ey. Ausrüstung ist zweitrangig. Auch ganz viele Burger. Ganz, ganz viele. Okay. Ah, Psychodog, von dem wurde auch geredet. Ja. Ich glaube, der bringt ja auch gar nichts. Okay, ein Einzelner. Weißt du, jetzt komm, Einzelner. Machen Baby aber auch Schaden, ne? Sieht aus wie der Hals von einer Gasflasche oben. Oder, ne? Hals. Das Überstände. Der Ritter. Ja. Kannst ja jetzt viel verpassen, interessant. So, von wo komme ich? Von hier, ne? Dann ist aber schon die Frage, was ist, wenn ich gerade durchgehe? Von hier komme ich. Ich bin verwirrt. Ah, okay, so siehst du, jetzt gehen wir nämlich erstmal zum Händler hier. So, helfe mir, Kamera. Ja, ich überlege aber mit manueller Kamera oder nicht, oder? So. Dankeschön. So, genau, wenn ich reingehe, gehe ich jetzt auch mal nach rechts. Hotel wird jetzt sein. Genau, ist erstmal wieder alles voll und meine PP auch. Ja. Schön. Müsste eigentlich ein bisschen vornehmen. Geben jetzt halt auch nicht mehr so viel, ne? Macht's dann auch wieder Quatsch.
Dann komm her. So ein bisschen, so ein bisschen. Ja, können wir schauen. Mal sehen. Ja, ist eigentlich, lohnt sich noch. Vor allem für die Cheeseburger. Wir gucken, dass ich auf 99 Cheeseburger komme. Ah, manuelle Kamera hat viele Nachteile. Macht aber ein wesentlich ruhigeres Spiel. So, hier die Ecke. Wird empfohlen zu benutzen oder bei dem, ne, Pina Mitte. Bei dem Flugdrachen, nee, dieses Weiße. Pyro und einfach zuhauen. Deswegen mal interessant, was die Guides so sagen bei einzelnen Punkten. So, mal sehen, ob wir hier jetzt waren. Ah ja, das ist der Raum anscheinend mit den Truhen, okay. Den haben wir doch alles mitgenommen. So, wenn jetzt hier in der Mitte die Truhe ist. Okay, gehen wir wieder raus. Bisschen hier noch gelevelt. Okay, und jetzt einfach wieder raus. Also maximal ein Viertel haben wir vom Spiel. vom Spiel. Auch mal interessant einzuschätzen. Da wie bei allen Spielen, ne? Wenn du so ein bisschen die Dungeons raus hast und die so funktionieren und was du beachten musst und so, geht's dann irgendwie teilweise schneller als man will. Leider, leider. Rottenbech. Ja, ist schön zu sehen, wie auch Baby dann mehr Schaden macht. Schön. Und dann sind ein Hamburger. Ja, ist halt die Frage, ne? Ob jetzt Hamburger oder ganz viel Cheeseburger. Genau, jetzt einfach zurück zu seinem Haus. Wir könnten uns hier nochmal heilen. Schön. Muss dann halt immer ein bisschen auf die Kamera warten. Schade ist, dass du die nicht mit unterstützen kannst, ne? Dass man das dann dreht, aber du mit L1, L1 mithelfen kannst. Der kommt hier gar nicht zum Pit. Danke. Was heißt, wir kommen dann zum nächsten Gebiet und müssen eigentlich erstmal leveln, ne? Um überhaupt eine Chance zu haben. Vielleicht halt doch die Burger. Ist ja schon erstmal auf der sicheren Seite. Ja, komm her. Mal sehen. Kein One-Hit. Mal sehen, wie viel Kohle und
Engelsträne. Können wir auch wieder Baby geben. Was sie mit der Namenswahl wollten, weiß ich auch nicht. Jetzt waren sie ein One-Hit. Ja, beide. Musste der eben noch irgendwie ein, zwei Leben haben, gehabt haben. Schön. Schön, schön. Es macht nicht das Fünffache, so ein Cheeseburger. Cheeseburger ist für den Kampf gut. Und irgendwann wahrscheinlich, weil du sonst endlich für einen Hamburger nehmen musst. Hart im Kampf. Ansonsten ist ein Hamburger vom Preis her effektiver. Deswegen sind die Monster halt ganz gut, weil du schön Kohle machst. Ich werde jetzt so viele Hamburger, wie ich tragen kann, mitnehmen. Wie Baby tragen kann, mitnehmen. Ich hoffe, es sind 99. Na gut, wir haben jetzt 6500 und wie was, also ich denke mal, maximal 70 könnten wir kochen. War mir erst auf dem. Na gut. Ah, hat er mich abgeleckt. Schön. Kaugummi. So eine Dinger könnte ich ja auch verkaufen, wenn nicht. Ich hoffe echt, dass er den ganzen Hamburger tragen kann. Sehr gespannt. Ich hoffe, ich laufe noch in die richtige Richtung. Mhm. Schon auf dem Frosch. Ja. So ist es bei normalen JRPGs, kriegt zwar ein bisschen Schaden, ne, aber... Müsste Baby gewesen sein mit einem neuen Level. Sehr gut, sehr gut. Ich kann ja nebenbei mal googeln, Guardians Crusade, maximales Level. Oder? Max Level. Das ist ungefähr Level 50, wenn du den finalen Boss begegnest und das Level Cap ist. Oh Mann, 65.535. Sehr, sehr schön. Ach Gott, ich liebe es. Schön. Ah. So was hier. Okay, komm. Ja, er schreibt, ich bin 19 Stunden drin, ne? Und... Jetzt kann er den finalen Boss bekämpfen. Er hat nicht geschrieben. Vielleicht das er wäre es. Ist aber cool, wie sich da so geholfen wird dann vorn. Ich war hier noch irgendwas, ne? Nö, nö. ...32.768, war der eine mit Gameshark, ne, mit diesem Sheet-Modul.
Also wir gehen nicht zum Max-Level. Problematisch wird's dann ab das war angekommen sein, ja. Level 3200, nee, 32.767 wird spielen. Also der eine, der es abgeschossen hat, war Level 47. Ist ja für die Einordnung doch ganz interessant. Wir sind jetzt Level... Guck mal, 24, okay. Interessant. Ich kann es nicht einschätzen, ne? Wie lang das Spiel ist. Werden wir vielleicht doch so 20 Stunden brauchen. Okay. Ja, ich gehe jetzt einfach zur Stadt. Aber interessant, nur gut zum Einschätzen hier. Ja? Ne, 32.767 Max-Level. Oh, warum haben bei denen so viel Schaden gemacht? Ist der anfälliger für physische Attacken? War ja auch kein Crit oder so. So, Hamburger. Können wir gleich mal raussuchen, Tipps zu dem Spiel. Hier, dann. Dahin. Aber gut, wieder Level gemacht, ne? Also es dauert jetzt auch nicht ewig. Was ziemlich gut ist. So, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Besser wäre natürlich, wenn ich jetzt eh einen Lehrer mache, aber ne? Ja, den behalte ich vielleicht wirklich. Mit Verwirrung. Baby Game. Den Lapilz Baby Game. Out den Loot. Ist halt nicht, wo mir das helfen soll. Versetzt in Panik, Baby Game. Wirkt als Gegenmittel für Gift. Ja, gut, lass mal drin. Okay. Gut, dann verkaufe ich erstmal die Rüstung. Bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. So, Verkauf. Was? Ja, 11.000. Verkauf. 500, ne? Spinat-Snack. Mal ein Baby gehen.
Mal sehen. Noch geht's. Kann ich noch schneller drücken? Besser geht. Na, schauen wir mal. Vielleicht sollte ich jetzt mit Cheeseburgern weitermachen. Sollte eigentlich dann, also ne. So viele Dinge. Aha. Das heißt hier füttern. Sieht glücklich aus. Okay, und jetzt... Vielleicht wenn es glücklich ist, mal sehen. Warum hat Baby die nicht gesteckt? Wo sind die anderen? Nat Max. Gut zu wissen. Schön. Zum Füttern haben wir jetzt genügend. Also ich würde mich eigentlich nochmal, wie sieht's denn aus? Wir haben eigentlich auch volle PP, ne? Gut hinlegen würde sich lohnen, aber. Bin ich im Burger drauf und gut ist. So groß ist die Stadt aber auch nicht. Das heißt, wir könnten schnell rein. Kaffee. Da wollen wir nix. Was war denn hier hin? Ach, hier war die Höhle, ne? Ja. Aber nichts Sinnvolles machen. Ja. Na, schauen wir nochmal. Schön, wenn wir das haben. Würde ich sagen, überspringen wir die Hamburger und gehen dann auf die Spinatdinger. Dass die Hamburger dann alle sind, können wir, glaube ich, wirklich auf die Spinatdinger zugreifen. So, warte mal, jetzt Garlics Haus. Hier hinten. Guck mal. Hallo? Ja, kann ich dir helfen? Ist etwas von Ruhe gesagt, Garlic? Er bat mich, dir das zu geben. Gibt's Garlic das antike Artefakt? Er hat es gefunden, oder? Wenn meine Theorie richtig ist, mein Artefakt sollte mit deinem so zusammenpassen. Ja, so passt das perfekt. Und was ist das? Das bezeichnet nur unsere Vorfahren als Warp-Schlüsse. Warp-Tore sind wie große Tunnel überall auf der Welt. Das ist so cool.
Allerdings ist dieser Schlüssel. Achso, allerdings ist dieser Schlüssel zerbrochen. Zerbrochen? Warum hast du das nicht gleich erzählt? Warte, sieht aus, als ob. Was? Hier passt bestimmt etwas in die Vertiefung des Schlüssels. Was? Was passt da rein? Ich weiß es nicht. Du gehst mir auf die Nerven. Lassen wir diesen Typen allein. Ich führe besser mal ein paar Tests durch. Ja. Cool. Was haben wir hier Schönes? Werfen wir mal einen flüchtigen Blick. Hier müssen eine Million kleiner Käfer sein. Was haben wir hier? Sieht alles so ein bisschen bunt aus. Wofür dient man das? Dient denn das? Wenn das das in Ruhe, du bringst uns in Gefahr. Was haben wir hier? Okay, dann geht's Treppe hoch. Da geht es die Treppe hoch. Treppe runter klingt gut. Geräusche. Toll. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist das für eine Markierung? Was das wohl ist? Das ist sicher kompliziert. Hier ist dann das Farbtor, oder was? Kann ich nicht ansprechen? Okay. Interessant. Dann gehen wir mal Treppe hoch. Das ist natürlich von Vorteil. Du hast eine Stimme aus der Schatztour. Tour sagt danke, dass du die tolle sprechende Schatztour von Gallic benutzt hast. Diese Aufnahme zerstört sich in 30 Sekunden. Spinatsnick. Alle denken, Gallic ist verrückt, aber er ist nur schüchtern. Ist das Gegenteil von verrückt schüchtern? 30 Sekunden, ne? Ich würde zu gern sehen, ob sie explodieren. Da steckt schon viel Liebe in dem Spiel. Explosion? Anscheinend nicht. Mach das. So, jetzt hast du Taba zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal genügend Tempo, ja. Ich kann jetzt kein Item mehr aufnehmen. Ne? Ich frage mich. Geht leider nicht. Ich muss mal ein, zwei Kämpfe machen. Und das Ganze wieder leer ist. Ich würde sagen, ich will dann wirklich die Spinat-Dinger.
Jahren raus. Ja, Kohle ist gefragt. Hätte ich zu viel? Ja gut, hatte ich ja jetzt eigentlich, ne? Ich ja noch die Waffe mit einem Schaden mehr kaufen können. Ich könnte mir eigentlich ein bisschen Schaden mitnehmen, aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Okay, es sollte klappen. Ja, mal sehen. Schön. Hamburger gefunden. Und wieder ein guter EP. Ich glaube, ich nehme nur noch die hier auf dem Weg bis zum Tunnel mit. Ich weiß nicht, ob die danach noch wirklich EP geben. Ein Baseballschläger nehmen wir als. Da sah ja gummimäßig aus. Und schön. Die müssen wir doch mal ein bisschen Schaden machen. Greift er mich an? Wird nix. Ich grinde lieber auf dem Weg dazwischen, als dann nachher immer so viele mitnehmen zu müssen. Wenn so lange Spaß macht, geht das immer. Na, endlich. Viel Schaden. Also ich könnte gucken, ob ich noch ein anderes Item Baby gebe. So ein Anti-Gift oder irgendwas. Komm, haut mich. Der andere soll mich hauen. Sehr gut. Sieben. Wow. Pfirsichtank. Noch mehr Items. So, warte mal, Inventar. Was denn, wenn ich den hier mal Baby gebe? Und den auch Baby gebe. Passt das, dann habe ich zwei Dinger frei. Passt. So, auch jetzt hier keine Monster mehr angreifen. Zumindest nicht bewusst. Sorry. So, okay. Zurück nach Saitaba. Dann in das Governor's House. Arbeit. Dankeschön. Da oben ist noch ein Händler. Aber müssen wir jetzt nicht hin. Ja, so ein Housing-System fehlt hier noch, ne? Dass du irgendwie deine eigenen Leute hochziehen kannst. Das wäre schon cool. Frag mich eh, warum sie das nicht so in JRPGs nutzen. Es bietet sich so sehr an, finde ich. Also ne, dass du irgendwie deine Base hast, die da upgradest. Hat das in Zulkon auch?
Und ich finde, da war es schon sehr rudimentär. Obwohl es ging, ne? Hat das schon, wenn du Sachen verbessert hast, sonst irgendwas, weiß nicht mehr wie, dann hatte der Händler bessere Ausrüstung. Also, es ist eine kleine Welt, die aber ziemlich groß wirkt, tatsächlich. Ein Mount wäre nicht schlecht. Man kann nicht alles haben. Das sieht mir aber fast aus, als gehen wir jetzt auf den nächsten Kontinent. Aber wenn wir jetzt auch mal gucken. Helferlein, Globus. Die Karte ist schon noch ein Stück, ne? Wir hätten jetzt, glaube ich, bloß das Gebiet oben und das rechts unten, ne? Ich glaube, die anderen hatten wir uns ja gar nicht angeguckt. Oder waren wir schon links in der ganzen Wüste? Kommen wir von da? Ne, ich glaube, von oben einfach. Na, schon noch ein bisschen zu tun, ne? Das war nicht der Plan. Ich kämpfe zwar oft mit Absicht, aber jetzt nicht. Schön. Am Anfang haben die auch viel Burger getroppt, ne? Mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ah, lustige Mechanik, dass du von der abhauen, wenn du zu hoch bist vom Level und wenn nicht, renn so auf dich zu. So. Zum Gouverneur. Hier, glaube ich. Ja, muss das sein. Butler sagt, das ist die Residenz des Gouverneurs von Setama. Schön. Ich flehe dich an, ich gebe dir alles für diesen Smaragd, sagt der Gouverneur. Gouverneur, dies ist kein gewöhnlicher Smaragd, sagt Kalkanor. Der Smaragd ist heilig, mit ihm werden wir die Welt retten. Ich muss ihn haben, bitte, bitte. Zeig ihnen den schweren Stein, den wir am Nest fanden. Ein mächtiger. Sag, Junge, wo hast du diesen Stein her, sagt Kalkanor. Als Führer der Ritter von Tristan werde ich dir jeden Preis bezahlen, den du mir für diesen Stein nennst. Wir brauchen kein Geld. Wir wollen nur Tickets für das Schiff. Tickets? Ist das alles? Dann sollt ihr Tickets bekommen. Übergibst den schweren Stein. Er gibt dir die Tickets. Danke. Großmutter. Gwendalin sagt, ich danke dir, junger Mann. Habe ich dich nicht schon gebeten, mein Haus zu verlassen? Was steht als nächstes auf dem Friedensplan? Als nächstes müssen wir nach und Frieden für immer. Der Himmel weint. Wir sollten uns beeilen. Oha. Ist das ein Fliesentisch? Was ist mein Schuh? So, dann will ich jetzt eigentlich mich aufmachen zum Hafen. Ah, falsche Richtung. Oh Mann. Ich dachte, er wird ganz schön grün am Hafen. Warte hier lang. Für Kohle haben wir jetzt wieder? Na, fast 1000. Die Reise. Die Reise, sagt er.
Suche Wasser gefunden. Suche Schiff. Pelkanau ist so süß. Okay. Das Schiff legt bald ab. Hast du schon Tickets? Okay, dann beeile dich und geh an Bord. Schön. Gib's ihm die Tickets. Schnell, das Schiff läuft gleich aus. Schön. Einem. Wer bist du? Henna, seit Monaten komme ich das erste Mal nach Hause. Wir werden jeden Moment ablegen, sagt der Seemann. Schön. Schön, schön. Und du? Erst ein gelbes Dino-Walross und jetzt ein rosa Schwein? Was ist nur aus der Regel keine Monster an Bord geworden? Ist kein Schwein. Boni sagt, hallo Ben, endlich wird mein Traum wahr, mein eigener Laden. Ich habe auch schon einen Platz in Jungo ausgesucht. Wow. Schön, wir kommen jetzt auf den zweiten Kontinent. Uiuiui. Das wäre ein Schalt, Vanille. Gibst du nicht auch Ölbilder von Schiffen auf See? Hat was, ja, schick, schick. Die 10 Gewohnheiten der weltbesten Seefahrer. Man sagt, dass Seefahrer sich jeden Stern merken können. Das ist bestimmt ganz nützlich an einem romantischen Abend. Okay. Zu einer langen Reise hat man sicher viel Zeit zum Lesen. Sieht aus wie der Kapitän. Durch die Kippe im Mund. Die Karte zeigt den Kurs, den wir nehmen. Ich glaube nicht, dass der Kapitän es mag, wenn du da sitzt. Logbuch der C4. Seeleute haben immer eine saubere Schrift. Ein altes Grammophon, was für Platten wohl dabei sind. Das neben dem Plattenstab gefunden. Kapitän sagt, du kannst es gerne haben, Kumpel. Giftpilz. Danke, Kapitän. Ahoi, ihr Landratten. Ist das eure erste Schiffstour? Ahaha, keine Angst. Ich war ein 8 Jahre alter Bub, als ich das erste Mal See gesetzte. Es gibt nichts Besseres als eine Seereise, um aus euch Männer zu machen. Vorausgesetzt, ihr halt nicht über Bord. Ist der Kerl echt? Ja, so aus, als berät er sich noch, aber schick gemacht. Die ganze Karte war abgebildet, nur die richtige. So, was haben wir unten? Boah, geil. JRPGs haben einfach was. Endlich haben wir es geschafft, ich bin fix und fertig. Gehen wir und halten ein Schläfchen in unserer Kabine. Kannst du es fühlen, das Schiff bewegt sich, wie Jungo wohl so ist. Wir werden es auch früh genug erfahren. Schlafen wir. Schön, 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 schön. Nein. Wir können mal wieder eine Zwischenspeicherung machen. Okay. Safe State. Games on time. Perfekt. Darkbeat sagt, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, damals in Usten. Ich habe eine Zillion Kämpfer als Söldner gefochten, aber seit langem hatte ich keinen solchen Kampf mehr. Du bist ein Söldner? Ja, solange das Geld stimmt, kämpfe ich für ihn. Irgendwie muss ich ihnen ja was zu essen servieren.
Was in wem servieren? Oh, das spielt keine Rolle. Arg, arg. Seid still. Sei still. Ist das wirklich ein Dinosaurier oder ist das ein Virusmonster? Dinosaurier? Oh, du meinst Igby. Meine kleine Schwester. Deine Schwester? Du siehst ja nicht gerade ähnlich. Sei still. Das ist eine lange Geschichte. Erzähl uns deine Geschichte. Naja, es fing alles damit an, als... Arg, arg, arg. Egal, Igby hat recht. Es ist besser, wenn ihr es nicht wisst. Zu eurer Sicherheit. Okay. Okay. Warte. Also sie kommt auch eher nach der Mutter. Untersuche den Schrank. Touristenbroschüre. Hallo Abenteuer. Erlebe das Abenteuer deines Lebens an Bord der gewaltigen Ziffi und erforsche das Blau der Ozeane. Naja, es ist sicherlich nicht das literarischste Schriftstück. Nicht? Wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Und da geht's auch. Mal hier Schönes. Seemannskleidung. Ich glaube nicht, dass du sehr ausprobieren solltest. Nein, das war arbeiten ja noch. Das riecht nach stinkenden alten Socken. Tja, meine sind's nicht. Oh, Schiff wackelt. Wir brauchen langsam mal Ego-Shooter, ist ja alles zu entspannt. Oh, eine Kiste. Für sich dran. Sehr gut. Für eine lange Seereise braucht man viel frisches Wasser. Ist das hier? Gin? Leinsack. Hier waren wir, hier waren wir, das müsste unser sein. Auch dasselbe. Okay. Nun, guck mal. Gott. Eisener. Gottes Turm. Sicher weiß ich, wo der ist. Das ist der hohe Turm drüben am östlichen Kontinent. Man sagt, ein böser Drache sei dort vor langer Zeit angekettet worden. Mami oder was von Baby? Lady sagt, Wasserkäfer können über Wasser laufen. Noch nie gesehen? Schön, dass mir das der Koch erzählt. Sieh dir mal die Größe der Teller an. Sieh dir das frische Gemüse an, denn wie kommt es, dass du keine Aubergine magst? Magst du auch keine Pilze? Ich dachte, ich reise nur mit einem Baby. Nur mit einem Baby. Ist ja beides super lecker. Kulturbanause, unser Charakter. Was sagt man dazu? Willkommen an Bord der C4. Seit Monaten komme ich das erste Mal nach Hause. Ist immer noch derselbe Text, sagt der Reisende. Also. Und ich sage, naja, ich wünsche euch viel Glück. Okay. Kein Sturm dieser Erde kann den Captain ängstigen, sagt der Seemann. Okay, schön. Ach, Junge, Junge, sag mir, Landratte, hast du jemals Kokosnüsse gesehen? Bisschen klischee-mäßig erkennen.
ganz leicht. So. So saget mir, wie weiter. Dieses Schiff ist wesentlich größer, als es aussieht. Also ist jetzt auch nicht so groß. Ah, okay. Na, jetzt sollen wir zurückgehen und nochmal Bubu machen. Hier. Müsste hier sein. Na, sorry. Auf den gehen keine Liebschaft ein, das wäre illegal. Okay. Wir sind jetzt über das ganze Schiff gelaufen, bin. Das war ein langer Tag und ich werde auf einmal so müde. Wenn wir erst einmal ein Nickerchen. Süß, ey. Finde ich super. Der Seemann sagt: Achtung, Passagiere, die C4 hat in Jungo angelegt. Ben, wach auf, ich denke, wir sind da. Jetzt nochmal in die Räume abgehen oder was? Gehen wir und sehen uns Jungo an. So, warte mal. Halt das Blöde, ne? Ich will nichts verpassen, will mich aber nicht spoilern lassen. Das ist immer so ein Zwischending. Okay. Willkommen in Jungo. Danke. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Sonne scheint. Sagt mein Lieblingskapitän. Er verwohnigt dann wieder? Ah, Junge, sagt mir dann Trata. Okay. Ich weiß ja nicht. Das ist eine einmalige Gelegenheit für euch Kinder, die Insel zu erkunden. Die letzte Chance vor Trisken, sich auszutoben. Okay, holen wir uns mal aus. Ist da wirklich eine Insel? Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Helferlein, wo sind wir? Okay. Interessant. Sehr kleiner Bereich, ne? Noch bessere Rüstung. Vielleicht können wir hier ein bisschen grinden. Ausstatter, kann ich dir behilflich sein, ja? Zeig mal. Okay, das höchste, was er hat, ist Cheeseburger. Das ist schon mal sehr interessant. Macht dich schläfrig. Ist das wichtig? Weck dich auf. Ganz gutes Zeichen, wenn es hier nicht mal einen Spinat-Snack gibt. Schmied sagt, sieh dir an, was ich zu verkaufen habe. Gucken kann man ja mal. $3.300, ne? Ach, Rüstung braucht man nicht. Ich gebe all mein Geld für. So, was haben wir hier? Eieiei. Wir müssen grinden. Wenn er Furcht. Halt, Schlafbrüche. Schlafausbrüche. Wir müssen grinden. Hier gibt es ja mal wesentlich besseres Zeug. Cool. Nichts drin. Wenn du es haben möchtest, musst du es kaufen. Das ist geschafft. Der Landbesitzer ist erzürnt. Okay. Medizin da. Okay.
schnell raus, bevor wir Ärger bekommen. Wer bist du? Pengi, dieses Spielzeug habe ich im Wald gefunden. Ich mag es nicht mehr. Beim Ringrichter. Diese Kinder sind erstaunlich. Ich meine von den Eltern, sagt die Frau. Ach so, getrennt zu sein und Wipke muss sie lieben, als wären es ihre eigenen. Das heißt, Ipke hat sich hier schon selbstständig gemacht und Kinder aufgenommen. Ohne Tisch wirken Räume gleich viel größer. Wenn du es so betrachtest, ja schon. Schon. Bunnik. Bunnik sagt, hey Ben, ich hab's getan, endlich habe ich meinen Namen. Doch die Leute lästern hinter meinem Rücken über mich. Sie sagen, ich sei nur ein aalglatter Kaufmann, was ich alles durchmachen musste, um das zu erreichen. Ich habe alles für diesen Tag getan, für meinen eigenen Laden. Ich habe es geschafft. Vater, ich habe meinen eigenen Laden. Ich wünschte, Vater könnte das sehen. Er hat immer von seinem eigenen Laden geträumt. Ich werde den besten Laden der Welt haben. Ich muss den Laden für die Eröffnung fertig machen. Außer Hilfe? Demnächst. Großer Eröffnungsverkauf. Heißt, ich darf noch nicht rein, oder was? Ja. Ake sagt, seid ihr die Besucher, auf die Ipke schon wartet? Sie ist drin. Geh ruhig rein, wenn du willst. Vielen Dank, Liebes. Was für ein nettes Mädchen du bist. Hat Herr Themakult auch deine Eltern genommen? Wirst du bei uns und Darkbeat bleiben? Was... Wir? Nein. Deswegen sind wir nicht hier. Oh, du hast Glück. Ich wünschte, meine Eltern wären hier. Aber die kommen bald wieder. Darkbeat hat mir versprochen, sie zu retten. Das hört sich doch gut an. Selbst ein braves Mädchen, okay? Das werde ich. Ich warte ganz brav auf Mama und Papa. Was geht dir ab, Verschwörung? Ja, okay. So, von hier komme ich. Mit dem rede ich nicht, dass er mich zurücknimmt. Schatz, ich bin wieder da, oh, ich habe dich so vermisst. Oh Schatz, hast du zugenommen, während ich weg war? Gute Neuigkeiten, was für Neuigkeiten? Warum kannst du mir das nicht hier sagen? Okay, drin. Sie hat ihren neuen Lieblingsschokoriegel entdeckt. Ist ein nettes, glückliches Paar, ja. Er ist ganz schön fett geworden, ne? So. Kasfürtin sagt, hast du gerade den Mann und die Frau gesehen? So ist das immer, wenn er nach Hause kommt. Erinnert mich an meine Jugend. Na gut. Oh, was? Oh, ein Gast? Suchst du dein Zimmer? Nö. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Und sei vorsichtig. Die will mir was antun. Untersuchen Schrank leer. Schade. Dich um auch machen können, aber. Nö. Sieht alles so ein bisschen leicht orientalisch aus, ne? So von. Keine Ahnung. Ne, so dieses Tee auf dem Boden trinken. Die Sitzmöglichkeiten. Zumindest so kann ich mir vorstellen, dass das. Dass er sich das im japanischen Raum vorstellt. Sieht so, ja, so ein bisschen japanisch. Arabisch gemixt aus? Frau sagt, ein schöner Tag. Was?
Man sagt, du bist schwanger, das ist wunderbar, Schatz. Okay. Weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ein Junge, wow, ich bekomme einen Sohn. Ich werde Vater. Hast du dir schon einen Namen überlegt? Mir fällt auch kein guter ein. Hey, weißt du einen Namen für unseren Sohn? Ein äußerst entzückender Name. Danke, das ist ein schöner Name. Unser Sohn wird Ben heißen. Bist du dir sicher, dass du ihn so nennen möchtest? Oh ja, ich würde dir gerne danken. Wie wär's damit? So bist. Danke. Ich kann es kaum erwarten, dass Ben geboren wird. Ich glaube, sie können den Namen gut leihen. Ein schöner Tag. Ist mir nicht. Die Charaktertiefe fehlt mir bei ihr. Wer bist du? Türsteher, frischer Kaffee. Frühwarmer Espresso und leckerer Kakao. Verzeihung, in diesem Café sind leider keine Tiere gestattet. Kannst du bitte dein Tier draußen lassen? Nein. Dann komm bitte wieder, wenn du dein Tier zu Hause lässt. Ich würde dir gerne ein Espresso umsonst anbieten. Ich will schon wissen, aber ich meine, allein aus Kollegialität. Entschuldige, Baby, wir sind sofort wieder da und auch nicht weg. Ich empfehle auch den Ist-Incarnata-Versaft. Nicht, dass du Baby klauen. Wo ist der Kerl-Patron? Er sagt, er kommt sofort, wenn das Schiff angelegt hat. Etwas Erfrischendes und Belebendes? Es tut mir leid, aber ist so das aus. Okay, cool. Na Wahnsinn, Beer Baby ist weg. Okay. Ist mein Espresso, habe ich bekommen, ne? Leben ist hart. Ja. Wusste doch, da ist eine Tür. Das war's anscheinend hier mit der Stadt. Haben wir hier noch Schönes? Käfer und eine Bohne. Den Käfer nehmen? Ja. Käfer. An solchen Orten kann man immer etwas Lohnendes finden. Na, immer ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Nichts hier. Aber von der Städtegröße haben sie es gut gemacht, ne? Du bist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier eine halbe Stunde irgendwie alles abklappern. Sondern hast deine 5 Häuser, wo du reingehst und dann bist du durch. So, und hier muss man alles haben. Hier kann das sein. Achso, ne? Immer noch zu. Schiffsreisen sind ja so entspannt. Okay. Und du? Gute Idee, Baby. Diese Insel ist so heiß. Dafür seid ich muskulös, hahaha. Du wärst das auch, wenn du jeden Tag zum Leuchtturm hochlaufen müsstest. Das ist alles, was du machen musst. Man versuchst es nicht, es wird dir gut tun. Okay? Ich dachte, mir wird jetzt gesagt, hey, geh da hin.
würde gerne kämpfen. Ich will jetzt gerade nicht in die Guide gucken. Oh, guck mal, grün, grün. So, warte mal. Speichern, ne? Ja, komm, speichern. Achso, kann sich jetzt wandeln, ne? Weil es glücklich ist. Das ist mit dem Hammer aber ja cool. Wie viel Kohle gibt's? Baby lernt neue Verwandlung. 143 EP. Sehr geil. Und übles Unkraut. Ziemlich gut, weil. So, wir müssen jetzt mal bei Baby gucken. Baby etwas zu essen, dann braucht er was. Was hat er gerade gelernt, ne? Holen. Baby Lou. Sieht stolz aus. Dürfte nicht besser sein, aber. Wurde nicht gerade was gefunden? Oder ist das Inventar voll? Inventar ist voll, ne? Schön. So, was ist, wenn ich jetzt gucke bei Baby? Was war da? Ich kann ja hier einfach Glück ganz okay. Warte mal. Glück ist ganz okay. Kann ich das erhöhen, wenn ich jetzt fütter? Sieht glücklich aus. Glück ist gut. Gut dann. Glück ist gut, okay. Ich glaube, höher geht gar nicht. So, gebe mir das nächste Monster. So lieb. Brauche eine echte Kohle für die Schwerter. Okay. Wandlung, siehst du? Jetzt glücklich. Cool. Das hat die. Okay, und jetzt wird es auch ein anderer Kampf sein. Gutes Point. Mal sehen, was Baby jetzt macht. Fuck. Achso, die Fee hat auch angegriffen. Oh. Aber wenn er sich nicht mehr wandelt, was zu futtern geben. Zweimal übles Unkraut. Aber. Warum nicht? Ich gucke hier nochmal wegen Kisten oder sonst was. Mal sehen, ob er immer noch macht. T-Rex. Lustig. Wandelt sich auch nicht mehr, ne? Oha. Macht schon Schaden. Krass. Aber wenn ich jetzt jedes Mal füttern muss, wäre auch Quatsch. Mal sehen.
Stack ist ganz okay. Dann gehen wir nochmal auf Füttern. Oder musst halt nur vor Bossgegnern benutzen, kann auch sein. Mal sehen. Mal sehen. Ein Frosch. Schön. Vielleicht trifft er mal beide. Jetzt habe ich Gift. Mir ist Gift 36 abgezogen. Das wäre ja krass. Glück ist ganz okay. Nicht okay. Nicht okay. So, habe ich jetzt ein Gift? Glück ist gut. Gift sei anscheinend weg. Ja, brauche ich eigentlich wirklich die Kohle für die Schwerter. Einen Hammer zumindest. Wie auch immer das mit einem Hammer zustande kam. Wann macht die Fee das? Das ist alles super merkwürdig. Ja, zweimal Gift. Na, kommt ein bisschen Kohle mit rein. Was haben wir hier? Sag mir nicht, es gibt nichts am Stand. Na, hör mal. Ah, hier. Monster. Mal sehen, ob ein Hammer benutzt wird. Zehn gut, zehn gut. Und weg. Angenehm. So, und dann müssen wir hier hinten mal. Das war aber schnell. Wenn es da hinten dann nichts gibt. Hoch zum Leuchtturm. Woher kommt der Hammer auf einmal? Glück gehabt. Macht mir auch guten Schaden mittlerweile. So, wir haben jetzt schon 2500. Vorher war das Schwert, glaube ich, 4000 oder irgendwas, ne? Oho, oho. Warten wir mal noch mit ab. Die können wir mitnehmen. Ui, cool, cool. Erinnert so ein bisschen an WoW, ich muss gerade an. Wie hieß das nochmal? Nicht Sumpfland? Wie ist das neben dem Wald von Elwin? Ich weiß es echt nicht mehr. Baby ist fast weg. Sollte auch noch klappen. Ah, nicht gut. Macht Baby auch nicht gerade glücklicher. Wow. Könnte ich jetzt wiederbeleben? Egal.
Hast du selbst aufgestiegen? Gut zum Leveln hier, ne? So. Erstmal gucken jetzt hier. Ganz okay ist das Glück. So, vielleicht kann ich Baby füttern mit dem, was das hat da. Sieht glücklich aus, okay, so. Macht schon was. Nicht, wenn wir überheilen würden. So. Schade, noch so ein paar Viecher am Strand wären cool gewesen. Können wir aber jetzt nach dem Kampf mitnehmen. Schön. Gut, Baby ist aufgelevelt. 12 TP mehr. Das Leveln geht gerade gut. Wie viele Level haben wir in dem Part gemacht? 7, 8? Würde ich schon sagen. Cool. Cool, jetzt hat's das, was es gelernt hat. Lustig. Krass, krass, krass. Einfach aufgeräumt. Sehr schön. Müsste Ben ja auch bald wieder ein neues Level erreichen. Schön. So, hier erstmal nix. Und hier könnte ich dann rein, mache ich aber noch nicht. Ich hoffe, am Ende kann ich mir da Rüstung und sowas kaufen. An Bürgern sollte es erstmal nicht schaden. Also weg. Vielleicht nochmal wandeln. Oha. Aufpassen mit Baby hier. Halt die Gruppe ein wenig. Okay, okay. Ein wenig ist gar nicht mal so wenig. So sagt Schaden mit Handbohrer. Baby kann er angreifen. Schön, schön. Die Palmen im Hintergrund. Einfach ohne. So, wir gehen mal zum Turm hinauf. Und dann glaube ich in den Dungeon. Und mal schauen mal. Komm her. Aber ich meine, wenn so, wenn du am Ende so in Level 47 bist oder irgendwas, wenn der Endboss kommt, kann schwer doch nicht so lange sein.
Haben wir auch echt Glück, dass da so oft nur Rauch rauskommt. Schön. Okay. Finde die Idee immer noch super, dass das so kleine Viecher sind, die rumrennen und nicht, dass es, ne? Du läufst 3 Schritte und dann beginnt ein Kampf. So kannst du das halt steuern. Wenn du halt keine Lust hast, rennst du vorbei. Wenn du wenig dem hast, rennst du vorbei. Wow. Ach, schön, dass das Gift nicht lange hält. Komm weg. Schön, schön. Dann könnte man wieder ein neues Level nehmen. 25. Ah, bald, bald. Was haben wir hier hinter? Nix. Was haben so schön blau gemacht? Sehr 0,0. Ich habe Angst, dass hier eine Kiste ist und ich check's einfach nicht. Okay. Warum so viel in der Handelzeit? Ich will jetzt sehen, ob hier eine Kiste ist. Schon knuffig. Das war's aber anscheinend. Dachte, hier wäre ein bisschen mehr. So, Aufrüster. Was müsste der sein? Und was hat die aktuelle Rüstung? Mi Amor heißt er auf Englisch, ne? Also, ne? Rüstung. Eigentlich viel lustiger. Ja, verbessert die Defensive. So, ne, so, das war's eigentlich. Ich doch mal da schauen, was das auf sich hat mit sah aus wie ein Dungeon dort hinten. Muss uns mal angucken. Vielleicht im besten Fall dann wirklich noch mal ein bisschen Rüstung mitnehmen. Das Geile ist ja, dass die Kunde, die jetzt reinkommt, muss ich nicht mehr für Lebensitems ausgeben. Sehr viel Wandlung hier. Cool. Muss ja halt One hitten und dann ist gut. Vor allem so schnell die Attacke, ne, vom Frosch. Wie unschuldig Baby dann immer rumspringt. So, einer noch und Ben müsste auf dem nächsten Level sein. Und nach wie vor ist es super krass, wie viel Verbesserung da Baby bringt von den Lebenspunkten. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Wow.
Oho. Komm, Basta, ist das weg. Glück gehabt, ey. Wie schnell das immer klappt. Schön. Wir haben jetzt... Na, fast 5000. Ich glaube, so ungefähr hat die das Schwert gekostet. In der Ausrüstung würde sich schon lohnen. Wir können aber, glaube ich, schon mal eins und überspringen. Dann das nächste bessere kaufen. Ja, sonst wird es, glaube ich, immer ziemlich teuer. Mir fehlt noch der Autokampf. Ich sollte den Baby mal wieder heilen. Nehme ich, glaube ich, am besten meine PP für. Wahrscheinlich wieder Kram. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich gleich heile. Am besten die ganze Gruppe. Ja, hier wäre eine Wandung ganz gut gewesen. Es gab da was, was auch über die Länge heilt, ne? Muss ich mal schauen. Immunien. Die Behendigkeit. Kommentiert den Kampf, das ist auch nicht schlecht. Glaub, das war dieses Ke-Ke-Unfass. Kleriker. Nee, nee. Kleinwahn. Mal sehen, ob es das ist. Segnen. Nee, ist wieder weg. Okay, Kleriker ist das auch nicht. Aber mal ausprobieren, weil wir ja in einer Stadt drin sind, ne? Und dadurch schnell wieder aufholen können. Ist immer noch nicht weg. Hör mal. Sehr gut. Sehr schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Bitte nicht Baby weghauen. Hört auf. Weiß ja nicht, ob er ein One-Hit wäre. Wäre schon schön, wenn Baby das überlebt. Hätte ich mal einfach noch ein Schadensding mit rein. Doch ein One-Hit. Guck mal, Ben. Stabil.
Ja, was brauche ich jetzt? 2000, oder nee, 20.000, 2000. Ja, knapp 3000. Ja, ist schon was. Von den Viechern wär's gar nicht so viel. Ist dann auch dieser einer dieser Port-Dinge, ne? Dass wir später umherreisen können. Was ist das, wo es ist? Sicher ein kompliziert? Ja, ich denke, dann werde ich noch zurückkehren. Aber ich muss mal schauen, wenn die wieder hier sind. Die Menge an EP sind krass. Kann sich ganz schnell mal hochziehen. Hätte ich vorher einfach mal geheilt, ja. So. Würde hier Pyro mal hinstellen. Weggebabbelt. Fällt mir gar nicht. Der ist aber noch nicht weg. Der ist weg. Weißt du, ich kann auch gar nichts mehr machen. Ne? Geiles Zeug, ja. Erfahren, ne? Das ist schon krank. Benutzen. So, und dann will ich hier mal auf Baby gehen. Bei mir. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Benutzen. 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 Jetzt habe ich keins mehr. Sollte aber erstmal, ne? Obwohl. So. Gehen wir auf Ben. Benutzen auf Baby. So. Das machen wir jetzt clevererweise. Gehen hier nochmal rein. Kannst du dich liegen lassen, ne? 500 EP. Das ist quasi ein Geschenk. Was sind denn die Viecher? Ah ja. Nehmen wir den und dann kommen wir wieder runter. Machst du ein, zwei Mal, ist wieder alles schick. Also, vom Level. Wow. Schade, dass du halt Baby nicht generell einstellen kannst, nur auf Helfen oder Angriff oder. Obwohl es auf Angriff ja schon perfekt steht. Gut
100 EP hier. Was? Wo sind sie? Die Viecher, die so gut EP geben. Die sind wieder da, lustigerweise. So, so sollte besser sein. So sehe ich auch was. Einfach einen erstmal weg. Super. Muss mein Baby gleich nochmal einen Hamburger geben. Achso, im besten Fall überleben beide, weil du kriegst auch nicht mehr EP, dann kriegt nur eine EP dann halt. So, Hamburger benutzen auf Baby. Hamburger benutzen auf Baby. Ah, sehr gut. Jetzt halt die Frage. Könnten uns. Sind die zusammen? Nee, nee, ist nur eine. Ach komm, Kampf. Hat auch gleich gezogen bei Baby, ne? Sehr gut verfehlt, ey. Super. Und eine Menge Kohle. Das ist eine gute Levelposition hier. Ja, Inventar. Gehen wir auf Baby. Ben benutzen auch ein selber jetzt wieder einiges. Sollte ausreichen. Ja, so kannst du mal schön hin und her zuverlässig hin und her laufen. Hab mich warum den nicht gleich wieder da, Mann. Okay, schon lange nicht mal gesehen. Verwandelt er sich echt oft? Steht hier ohne Guide drin? Das Baby anscheinend was gegen Pflanzen hat. Ja, mal sehen, was wir da rüstungstechnisch kaufen können oder halt die Waffe. Waffe, also Schaden ist das Wichtigste. Um das Ganze schneller zu gestalten. Sehr gut. Ich hoffe, es passt vom Schaden. Ich überlege wieder nur eine. Okay. Dann können wir auch so drauf fahren. Wow. Sehr schön. Wenn es verfehlt und ich jetzt nochmal zuhören kann. So viel P auf einmal. Angenehm. Kaum Schaden bekommen, ne? Sehr gut, dass ich verfehlt habe. Da sind nur noch zwei Viecher. Die das irgendwie mitmachen oder so? Also weg. Baby. 13 Leben. Stärke, Energie, Fitness. Okay.
Fürs nächste dann 3300. Achso, ich auch, oder was? Nur bei Baby geguckt. So, ah, super. Vielleicht jetzt wieder ein Doppelter. Immer wieder einzeln. Warum? Vielleicht damit du halt das nicht ausnutzt, das ganze Level. Baby. Gehabt. Das kannst du ruhig machen. Schön. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, fast 9000, ne? Können wir eigentlich die Rüstung kaufen. Mache ich das nochmal. Guck mal. Jetzt ist hier keiner mehr da. Okay. Wenn es jetzt ein Doppelter ist, könnte ich Probleme haben. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Läuft bei uns. Halt richtig gut Kohle, das Vieh. Ach, okay, und du kannst sie bekämpfen, bis die anscheinend nicht mehr genügend bringen und dann verschwinden die oder was? Das wäre mal mega cool. Benutzen auf Baby definitiv. Ich glaube, ich lasse mir dann aber von Baby nochmal welche geben. Okay. So lässt sich das eigentlich gut festhalten. Nutzen. Baby hat ja irgendwie mehr Schwierigkeiten als ich. Ich dachte gerade, was rennt hinter mir her, Baba Baby. Hätte super gut Kohle machen. Oh oh, war gut mit dem Heim. So, ich würde sagen, gehen wir auch mal auf den. Bitte, sehen wir. Oh, verfehlt, super, und der ist weg. So, rausnehmen. Super. Bisher noch keine Verwirrung. Ja, es läuft ja wie am Schnürchen. Hat den getroffen. Aber passt eigentlich besser als mich. Weil ich mach zu viel Schaden und das Baby gleich weg. Glück gehabt. 709 Rubine. So. Inventar. Es verbraucht sich. Mal sehen, ob wir dann die Spinatdinger nachkaufen. Bin ich mal gespannt. So, benutzen. Passt. Sind erstmal weg, ne? Ja. Mal sehen, ob jetzt oben die Viecher wieder da sind. Ja, guck mal. Ja, 10.000 hier an der Kohle, ne? RB an der Seite zu haben, ist, glaube ich, ganz gut.
setzt uns ganz schön zu. Wollen wir mit Baby mal aufpassen. Hat sich gelohnt. So. Gehen wir hier nochmal drauf. Ja, auch nochmal. Das macht 80 Leben. Ah, sind sie doch. Schön. Dann sind sie super gut einzufangen, weil sie auf dem Strand bleiben. Sehr angenehm. Beißen. Kampf, gleich wegkommen. Nicht treffen, bitte. Ah, ja gut, verfehlt. Oh, Glück, richtig Schwein gehabt. Sobald Ben das hat, ist es ganz, ganz schwierig. Ach gut. Der ist weg. Super, super. Jede Runde ohne Seeblasen ist top. Geschenk. Toll. In dann 66 EP. Level 27. 414 nehmen. Schön. Schön, schön. Damit kannst du arbeiten. Hier nochmal mit drauf. Geil, ey, wir kaufen uns gleich wieder beste Rüstung. Oder warten wir ab. Ne, ich würde nicht. Ja, ich hol mir beste Rüstung. Ich erstmal könnten Ben etwas geben, aber haben wir noch was drin? Ja, komm hier ein. So, fertig. Ach schon. Obwohl Baby hatte schon. Nee, warte. Sie wären alle, ne? Hätte ich nicht gedacht. Dachte, hier reicht jetzt bis zum Ende vom Spiel. Gut leveln auch gerade, ne? Trotzdem ziemlich krank. Super, Doppelpack. Greifer links als erstes an. Bitte nicht treffen. Gar nicht gut. Bitte hauen weg. Ein Glück habe ich Baby voll geheilt. Oh, ist weg. Sehr schön. Nicht auf. Arme Baby, ey. Hau doch einen anderen erstmal weg. Ach, Baby, ey. Fehlschlag. Aber das hier verbraucht nur 5. Aber so kannst du laufen, ne? Na, bitte nicht treffen. Glück gehabt, ey. Bitte. Okay, Glück gehabt. Und jetzt ist er weg. Rubine.
Ist ja absolute Goldmine hier. Ist halt krass, wie viel das hier zieht. So, warte mal. Was macht man damit, ey? Baby gehen. Versteckt sich da auch. So, und jetzt gehen wir rüber. Machen uns das im Leben leicht. Was, ne? 65. Geht immer noch. So, jetzt ist voll. So, dann gehen wir auf Ben. Benutzen. Ja, okay, so geht's dann doch relativ fix. Wenn genügend Inventarplatz vorhanden ist. So, sollte immer noch gehen? Ja. Baby. Einer geht noch. So. Schön, schön. Ah, ne, Baby ist schon wieder die EP nicht mitgenommen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Könnte vorbei sein, ne? Ja, wenn Baby dran ist. Schnelles Game. So. Sag mal, was wir jetzt eigentlich? Noch keine da, schade. War wahrscheinlich zu nah dran, ne? Ja, Baby hat wirklich was gegen Pflanzen. Er hat zumindest nicht gewandelt. Hatte ich halt den zweiten immer angreifen, ne? Aber gut. Bekannt. Krass. Übrig jetzt sogar der Controller. Schön. Wie viele Rubine haben wir? 11.000, sehr schön. Und. Da sind sie wieder. Was ist denn da gerade weggeflogen? Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. In 3 Tagen geht's weiter. Kommentare super gerne, dann kann ich die gleich mit einbauen. Ja. Schönen Abend euch noch und bis dann.